Originell wie er war, hat er die Worte eigenständig abgeändert und sie auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Da er seit ein paar Wochen unter einer Magenverstimmung litt, stellte er das Gebet nach seiner Vorstellung zusammen und sagte statt »Lieber Gott, segne uns die Mahlzeit«, »Bitte dich, lieber Gott, mach, dass ich recht viel essen kann und nicht darauf speiben muss.« Schönbrunn, einen Tag später. Wie sich die langen Abwesenheiten der Kaiserin auf das Familienleben auswirkten. Ein paar Wochen später schien es der Kaiserin besser zu gehen, wenn sich die Ärzte auch weiterhin in absonderlichen Diagnosen übten. »Die Neuigkeiten über Sisi sind halbwegs gut. Der Husten hat fast aufgehört und sie schläft wunderbarerweise die ganze Nacht und das Fieber ist nicht mehr besorgniserregend. Dennoch heißt es in den letzten Befunden von Dr. Kanner an Skoda, dass die entzündliche Aufschwellung am rechten Lungenflügel zugenommen hat.« Erzherzogin Sophie Schönbrunn, 24.07. Reichenau, 25.07.1861. Wie die Ärzte in einer Zeit ohne Röntgengeräte die Vergrößerung dieses Organs festgestellt haben mögen, bleibt dahingestellt. Die vielen Vermutungen und falschen medizinischen Gutachten verunsicherten die Familie. Da Kaiserin Elisabeth zum schweren Krankheitsfall erklärt wurde, verblieben die Kinder weiterhin in der Obhut der Kinderfrauen. Erzherzogin Sophie und ihr Ehemann besuchten sie manchmal in ihrer Sommerfrische, von wo sie immer beseelt zurückkam. Das war eine Erquickung. Auf dem Spaziergang nahm der Kleine zwei große Tannenzapfen, stellte sie nebeneinander auf die Erde und sagte, »Das ist ein Papa und eine Mama.« Armes Kind. Die Aya und ich waren tief ergriffen.